Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der Ökologischen Demokratischen Partei. Und vielleicht habt ihr ja die letzte Folge und vor allem die zweite Folge von den Neos Staffel 2 geschaut, in dem plötzlich nicht mehr für mich die Möglichkeit zum Speichern bestand. Genau wie vorher schon in einer Rap-Folge, das habe ich ja mal da beiseite gelegt. Und ich hatte eigentlich eine Idee, die hat nicht funktioniert und dann habe ich einen Kommentar von Nentomat nachgucken bekommen, der gesagt hat, ich soll ja mal meine Spielstände löschen. Habe ich jetzt mal gemacht. Moment, machen wir es so. Nur noch den ÖDP-Spielstand und gleich hole ich dann auch noch wahrscheinlich den Neos-Spielstand wieder rein. Der einfach alle ausgelagert. Denn jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es jetzt der Placebo-Effekt ist, aber für vielen, 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 vielen Dank. Das Neos Let's Play werde ich dann fortsetzen, nachdem was in Folge 1 passiert ist. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Dann werde ich vielleicht Folge 2 offline nehmen oder einfach mit Folge 3 weitermachen oder aus Folge 2 Folge 1.5 machen oder. Wird sich zeigen. Doch, wir sind hier ja jetzt nicht im Neos Staffel 2 Let's Play, sondern im Ökologischen Demokratischen Partei Let's Play. Und wir werden ein formidables Ergebnis in Schleswig-Holstein erzielen. Und auch in Niedersachsen werden wir hoffentlich ganz gut abschneiden. Wir haben ein bisschen Baden-Württemberg am Laufen. Ich glaube, das war versehentlich, ne? Haben wir 3 Wochen? Das habe ich niemals so angeordnet. Meine Güte. Mache ich schon Fehler und erinnere mich nicht daran. So, wir können jetzt wieder Deutschland machen, genau. Machen wir doch gleich mal. 40 Wochen. So. Und in Schleswig-Holstein, ja, so 12%. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgepokert, aber 12% finde ich schon ganz gut. Vielleicht hätte ich uns einblenden sollen statt der AfD oder so, statt den Grünen anscheinend. Wir haben die 12%, wir sind viertstärkste Kraft nach Union, FDP und SPD. Wenn mal die FDP so ein formidables Ergebnis erzielt. Und der Südschleswiger Wählerverband zusammen mit den Freien Wählern kommt anscheinend auf ein relativ gutes Ergebnis. Wir als kleinste Oppositionspartei denken dazu, die Union sagt nein, die Regierung sagt ja, alle anderen Oppositionen nein, die Union und die Grünen sagen nein, das heißt, wir müssen auch nein sagen. Und ja, Mix aus denen mit ein bisschen. Das darf man gar nicht sagen. Ein bisschen. Ja, ich habe ja schon mal über Verschwörungstheorien geredet mit einem Touch der alternativen Politik. Ach, das ist freundlich formuliert. Der alternativen Politik. Aber das ist ein kleiner Teil, den man auch mal ignorieren kann. Muss man halt selbst für sich wissen. Ich persönlich kann der Partei ja einiges abgewinnen. Ob es dann im Endeffekt für eine Stimme reicht, denn es gibt natürlich einige Punkte. Äußere Meinung. Ich habe das letzte Folge angesprochen. Die sind die auch ein bisschen seltsam so eingestellt, wo ich denen nicht ganz zustimmen würde. Das Menschenbild ist auch vielleicht etwas zu christlich. Im Prinzip aber, ja, kann man sagen, dass ganz in Ordnung ist. Würde ich aber zu eigentlich den meisten großen Parteien sagen. ÖDP ist hier eine große Partei, das darf ich sagen, ja. Die eigentlich größtenteils alle in Ordnung sind. Das ist halt wirklich antidemokratische Parteien sind halt nicht groß. Gut, da kann man jetzt über die AfD streiten. Also manche der Meinung, die sind antidemokratisch. Dasselbe gilt für die Linken. Und einige Personen aus der AfD behaupten ja dasselbe für die SPD und die Grünen. Was ich offiziell verkündigt das laut heraus. Wer sowas denkt, ist echt ein bisschen. Balabala. Ich habe jetzt schon Titel für die Folge. Er äußert seine Meinung. Und hetzt gegen die AfD. Und hetzt für die ÖDP. Und hetzt gegen. Ja. Hetzt eigentlich für alle Parteien außer die AfD und die Linke. So ungefähr hätte ich das jetzt formuliert. Moment, jetzt muss ich aber noch der Fairness halber gegen andere Parteien hetzen. Beispiel gegen eben die Linke. SED mag zwar vielleicht in der DDR schon gewesen. Deutschland, also der Bundesrepublik, hätten wir jedoch lieber einen demokratischen Staat.
Und deswegen können wir Personen wie. Also, das finde ich ja echt abnormal, dass Führungspersönlichkeiten wie Gregobi so erfolgreich sind in den Linken und keine Verbindung mit der SED hergestellt wird. Ich will den jetzt nicht vorwerfen, antidemokratisch zu sein, vor allem von Herrn Gysi glaube ich das nicht. Ich glaube, Herr Gysi hört schon auf den Volkswillen und möchte jetzt auch nicht gleich wieder eine kommunistische Diktatur wie die DDR es war einführen. Aber die müssen sich mehr damit auseinandersetzen. Und das wird auch einfach in den Medien völlig verharmlost. Muss ich sagen, als. Nein, das äußere ich jetzt nicht. Nein, das äußere ich. Nein, das äußere ich nicht. Wenn ihr wissen wollt, was ich sagen wollte, fragt mich auf Discord. Ich schreibe es mal eben auf. Nein. Ich schreibe es mir nicht auf. Werde wohl drauf kommen. Ich hoffe mal, mich fragt einfach keiner. Genau. Denn das ist so eine Meinung, die man nicht öffentlich kundgeben darf, ohne dass 95% der Deutschen über einen auf einen runterschauen und sagen, was, wie kannst du nur? So ungefähr wie. Ja, keine Ahnung, ich habe Kinderpornografie zu Hause, was, wie kannst du nur? Du hast deine Doktorarbeit plagiiert, was, das kannst du nur? Okay, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Diese Meinung ist jetzt nichts Illegales oder so, es ist halt gesellschaftlich nicht anerkannt. Naja, eigentlich schon. Also wenn es nach Gesetzen geht, auf jeden Fall. Macht man, ist es nicht gerade beliebt. So, mehr möchte ich da jetzt gar nicht drüber reden. Wir mussten den Beitrag mal ein bisschen anheben. Wir sind so eine große Partei, es ist ja abnormal, wenn wir da nicht einen anständigen Beitrag erheben. Ja, ist auch gestiegen. Geld, das ist ja einem 100.000 oder so. Was machen wir denn jetzt? Ja, auf Bayern warten schleiche ich vor. Am 1,8, ne? Ja. So in Bayern tritt dann. Da haben wir ja noch eine riesige Auswahl, tritt die Frau Breimzwiebel an. Und Bayern ist ja so unser Stammland, ist ja auch von der ÖDP das Stammland, wo die wenigstens ein paar Abgeordnete haben, in NRW glaube ich auch. Und so die beiden, sage ich mal, Stammländer. Wir stimmen alle ein aus Prinzip schon gegen die Regierung, ist meine Idee. Wie die AfD. Wobei die auch selten eine Ansicht hat wie die Regierung. Entweder sind sie, also die Union hat es echt nicht leicht und die SPD damit in Kombi auch nicht. Sind ja eh gerade so ziemlich dasselbe in der GroKo. Das ist umweltschädlich. Und Jesus ist nicht mit dem Flugzeug geflogen. Christenargument. Und hat ja damals auch nicht. Das war nur ein Witz. Zugegeben ein schlechter, aber trotzdem. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die AfD, also die arme Union und die SPD, also die arme GroKo im Endeffekt, die sich die ganze Zeit von beiden Seiten anhören muss, dass sie scheißt. Das ist mal die Aufgabe einer Opposition. Aber so zerspalten in zwei Meinungen ist das echt selten. Bin ja wirklich von allen Seiten. Oh, ich hab doch glatt Fernsehwerbung in Bayern vergessen. Natürlich nicht gut. Wie gesagt, die kriegen es von beiden Seiten eingedroschen. Die einen sagen, die Grünen und Linken sagen, ihr tut zu wenig für die Umwelt. Die FDP und AfD sagen, wir will nicht so viel in die Umwelt investieren. Wir müssen unsere Wirtschaft stark halten. Oder wie es die AfD noch besser formuliert, Klimawandel gibt es auch gar nicht. Dann kommen die Grünen und sagen doch bei Roller. Okay, das sagen die jetzt vielleicht nicht. Ein bisschen Radiowerbung, weil wir Bayern vergessen haben, ordentlich Fernsehwerbung zu schalten, können wir uns immer ein Luxus leisten. Gä? Das soll unsere beste Wahl werden, bestenfalls. Wird's aber nicht. Dank den freien Wählern nicht liebiger Wähler. Die fallen natürlich frei Wähler. Meine Güte. Wähler. NPD. Die Partei. Die Piraten.
So, ich mache jetzt noch eben die Wahlen in Bayern, würde ich vorschlagen. Und dann ist auch schon die magische 10-Minuten-Grenze. Boah, überschritten. So. Aber wir sind über 2 Millionen, hätten wir eigentlich erhöhen müssen, aber gut. Wären jetzt viertstärkste Kraft, gehe ich nochmal aus. Was sage ich, viertstärkste? Natürlich drittstärkste Kraft. Habe ich mich glatt versprochen und die SPD ist draußen. Die SPD ist draußen. Es ist ein schöner Tag für Deutschland. In der nächsten Folge sehen wir, ob Hessen und das Saarland auch so schöne Tage haben. Hat schon 23 Wochen. Eine unübliche Zeit. Ja, ist mir aber egal, denn wir machen in der nächsten Folge echt gut weiter. Tschüssi.